So, weiter geht's hier. Ja, cool. Dann kann man das ja so machen hier. Wie weit bist du denn heute gekommen? Und nur der Titel bestimmt, was für ein Schwierigkeitsgrad, okay? Da ist kein anderes Ding. Okay, das wusste ich gar nicht. Ja doch, na klar. Habe ich schon zweimal. Keine Antwort. Frech. Das macht ja nichts, das ist normal. Du spielst ja WoW. Immer wild herum, ist ja gut. Ja, schau mal, 9 ist doch gut, schau mal. Das ist sogar ein Geheimboss. Mehr als 8. Also habt ihr 9 Bosse gemacht, ist doch schön. Weiter sind wir doch auch nicht gekommen. Ach so, du... Okay. Okay, 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 okay. Ja. Ich hab jetzt gedacht... Oh. Aber das ist ja was anderes. Hast du denn nicht gesaugt, sagst du? Hast du denn nicht gesaugt? Also da das ein 24-Stunden-Stream-Chat ist für jede neue sind, muss jemand mal Pause machen und kurz was anderes machen. Manchmal auch kurz AFK gehen. Keine Ahnung. Alles Mögliche machen. Halt ein bisschen hier, ein bisschen aufräumen. Haushalt machen, dies machen, das machen. Ich nehme mich ja fast überall mit, aber manchmal muss ich einfach mal kurz Sachen und Dinge erledigen. Dann geht es halt schneller, wenn ich halt nicht das alles mitnehme. Du müsst einfach mal kurz entspannen. Oder war das denn kurz? Ja, du kannst ja auch als DH einfach hinspringen. Das geht ja. Da bin ich mir zu fein für, aber manchmal, wenn es neben dem Boss auftaucht, gehe ich auch rein. Da gehen aber noch 10 andere hin. So, ich hab gar nicht gewusst, dass es nur so Textfrast-Ding ist. Ich dachte, das sind da alles Vorgaben. Ich dachte, du gibst da ein, was weiß ich, Bot, was weiß ich, hier 1, Raid 5, Schwierigkeit 3 oder irgend sowas. Das ist nur Text, das wusste ich nicht. Ja, wenn Sorgs fehlen, ist sowieso egal wie. Achso, kannst du mir den Befehl auch dafür mal rausschreiben, dass ich es teste? Also den Befehl vom Bot so hier, so 1, 2, 3 oder sowas? Oder was ist denn der Unterschied darin? Also was, wie sieht... Ich kann ja den gleichen... Machen wir mal den gleichen Raid nochmal, ich mache ihn halt auf einem anderen Channel. Den gleichen Raid nochmal. Halt so wie es der Boss vorgesehen hat. Naja, der genau. Der fragt mich dann. Natürlich. Der fragt mich dann. Wählen Sie 1, wählen Sie 2, wählen Sie 3. Klar, ist eine halbe Fragerunde. Aber ich dachte, es geht auch einfach so ohne, dass er mich fragt. Zu Hause fragen. Setzen. Deswegen kriege ich immer so komisch meinen Kopf nach vorne. Oh nein. Das Schlimmste, was passieren kann, ist immer dagegen ditchen. Ich
oder ein bisschen höher aufsetzen. Naja, so, ich glaube, so eine Liste hatte ich auch schon mal, aber es war mir dann einfach schon zu wild. Da habe ich es aus Faulheit einfach immer Kekse machen lassen, aber den vorgefertigten Text, den ich einfach ändern muss. Geht doch, letzter. Vorhin gefahren, letzter, jetzt erster. Caddy sind die gefahren. Ja, freut mich. Progress ist da. ¿Qué onda, mi amiga? Jeder Fahrer, der bei der Werkstatt vorbeikommt, fragt nach dir. Ich sage, dass du sie als nächstes rannimmst. Du solltest ihre Gesichter sehen. Rannehmen, sagst du? Gar kein Problem. Da bin ich dabei. So, dann haben wir das auch abgehakt. Mit Kranz sogar. Ich glaube, mit Kranz ist erster. Da erster. Hier ist neu. Hier ist auch neu. Ich glaube, das ist näher, oder? Kranz soll nicht wirklich da sitzen hier. Man kann, glaube ich, hier sogar für Echtgeld eine Schatzkarte kaufen, habe ich gesehen. Ich bin voll stolz darauf, dass ich auf der Konsole das zocke. Voll geil. Keine Ahnung warum. Du kannst auch auf dem PC zocken, aber es läuft irgendwie super auf der Konsole. Du hast dein Ziel erreicht. Einfach Erbe. Ja, schaust halt. Gucken wir mal, wenn der neue Raid rauskommt, wie es mir da geht. Aber krass. In der ersten Woche kann man den Raid nicht clear, ne? Ganz wild. Bleibt man bei dem Auto, finde es eigentlich ganz spannend. Auf NRC? Ja, klar. Na klar. NRC haben wir geschafft, ja. Auch beim letzten zweien auch, klar. NRC immer geschafft, eigentlich fast in der ersten Woche. Also nicht immer, aber immer öfter. HC ist also eine andere Sache. HC ist eine Sache von Progress. HC zwischen Woche 8 und 10. Also je nachdem, wie viel man macht. Wenn ich jetzt 24 Stunden in HC bin, so wie früher, geht schneller. Aber wenn ich es halt sauber mit der Gilde machen möchte, dann halt 8 bis 10 Tage. Wochen. 2,5 Monate vielleicht. Oh, ich bin so schnell, ich hab Schiss. Also ich finde hier, wenn du mit dem Auto sitzt, also im Cockpit, ist nicht immer so offensichtlich, wo es als nächstes lang geht, finde ich. Schwer die Streckenführung zu sehen.
Bei Third Person ist es viel einfacher. Third Person ist natürlich vieles einfacher. Oh, oh, oh. Aber ich fühle es halt null mit Third Person fahren. Das will mich dann kein Auto nennen. Das ist für mich da irgendwie Mario Kart oder so. Aber es ist halt Geschmackssache. Ich mag das so. Ich fahre auch nicht immer im Cockpit. Je nach Auto. Motorhaube feiere ich eigentlich am meisten. Aber es ist halt zu schade, so schöne Autos hier, ne? Das Cockpit ist so nicht zu sehen. Wir fahren ja auch genug Third Person, wenn wir irgendwie Scheunenfunde haben oder so. Oder wenn wir Blitzer haben, geht es auch meistens Third Person besser. Danke dir für den Follow. Okay, krass, das Auto ist bis jetzt das Beste, also nach dem Bronco. Der Ford Bronco ist wild. Den kann ich mir vorstellen, vielleicht die Ding zu fahren. Die Grand irgendwas. Oder die Rundstrecke, wo ich vorher gefahren bin mit dem Ford. Mit was war das? Mit dem WRC Auto, keine Ahnung mit welchem genau. Und 18 oder 19 Minuten, weil das Auto war kaputt, letzter Platz. Mehrfach gecrashed und ich habe Schaden voll an. Aber wenn ich crash, bin ich RIP. Das Auto geht kaputt. Es fährt langsam, es zieht zur Seite. Oh, aber man, sind halt keine Anzeigen. Trotzdem nur ganz knapp gewonnen. Laut Testvideo haben sie gesagt, die holen sowieso auf, so eine Art Gummibandeffekt. Hey, dieses 3724 triggert mich. Ich habe nach 10 Jahren, oder nee, warte. 2004 oder 2002, seit wann gibt es den Account? Ja, sagen wir mal, keine Ahnung. Seit fast 20 Jahren habe ich den Namen geändert hier bei Xbox. Und ich wollte GexTV haben und jetzt hat er random eine Zahl dahinter gefügt. Ich hätte halt zumindest eine Zahl hingefügt, die was mir zu tun hat, aber er hat es mir halt so vorgeschlagen. Und hat er dann. Vielleicht hätte ich es nochmal korrigieren können, aber egal. So, ich habe dann Dienstag. Wieso hast du denn Dienstag? Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntag. Also Mittwoch, Donnerstag wird zu 99% schätze ich mal wegfallen. Dann musst du noch das löschen und Samstag hinzufügen. Oh. Was ist das für eine Strecke? Also ich bin bis jetzt nur so Rundstrecken gefahren, die gefallen mir am meisten. Naja. Wie gesagt, gestern war krass. In 400 Metern rechts abbiegen. Gestern war der schlimmste Tag für mich in World of Warcraft seit 16 Jahren. Rechts ich habe noch bis um 4, 5 in der Früh, bis kurz zum Schlafen, war ich beim Verzweifeln. Ich wünschte, das hätte jemand geklippt oder aufgenommen oder irgendwas, was ich alles da gesagt habe. Es war nicht schön, aber es war einfach Tatsache. Aber im Endeffekt egal. Ich spiele Forza, liege im Bett und es passt. Und es macht Spätzle. Oh, das ist echt, also. Ey, endlich mal ein Auto, das man fahren kann. Das nicht ganz so arcade-lastig ist. Oder vielleicht schon. Wow. Du hast dein Ziel erreicht. Oder vielleicht gerade, weil es jetzt auf einmal gerade lastig ist. Ich bin auf dem Performance-Modus. 60 Frames habe ich bestimmt. Und reicht auch fürs Fahren hier. Hätte ich nie gedacht.
Ich finde, es schaut gut aus. Ich weiß gar nicht, wie es im Stream läuft. Ob die Grafik gut gerendert werden kann mit der Low Bitrate, aber ja. Ich sehe ja die Originalgrafik hier, also ohne Stream Encoding. Hier sieht es immer ein bisschen verändert. Je nach Engine mal mehr, mal weniger Pixelbrei. Ich könnte theoretisch auch von meinem Bild noch ein bisschen was wegschneiden auf der linken Seite für euch, wenn ihr es da rechts. Da ist halt noch Tablet neben mir, Maus und so, Fernbedienung. Und mich noch ein bisschen größer machen. Aber da müsste ich aufstehen und viel rumfummeln, gar keinen Bock. Heute gar nicht innen gespielt, ist irgendwie. Heute aufgestanden. So ziemlich kaputten Eindruck gemacht und mit der Maus halt, ne, warst du ja dabei. Ja, finde ich gut. Oh, es geht irgendwann nach rechts. Ich bremse schon mal, ich bremse schon mal. Wow. Final Fantasy mit Controller. Ich würde dazu gerne Ele mit Controller spielen, habe ich so Bock, aber geht ja nicht. Wer war letztens da, hat gesagt, Final Fantasy mit Controller ist cool. Ich weiß nicht, wer das war, irgendeiner war, das wir vergessen. Oder dass es einigermaßen geht. Scheiße, Auto kaputt bestimmt. Ich habe das nicht gesehen. Ich schaue nicht auf die Minimaps auf. Ich muss mich ja konzentrieren hier. Ich habe die Streckenführung echt nicht kommen sehen hier im Cockpit. Aber so ein bisschen Racing-Feeling kriege ich jetzt schon mit dem Auto. Ich habe es so vermisst, einen zu fahren. Aber ich glaube echt, ich sag's halt immer wieder oder ich kündige es an, ich werde mich einfach mal hinsetzen die Tage und probieren, mit Lenkrad zu fahren. Ich weiß nicht, ob das Spiel das vielleicht nicht. Keine Ahnung, irgendeine Formel 1 oder irgendwas anderes. Um zu schauen, wie es ist. Meine Füße. Boah. Keine Ahnung, ob ich es 2 Minuten aushalte, 10 Minuten, 15. Oh Gott, ich dachte, ich bleib da stehen. Mein Auto ist schon ziemlich kaputt. Jetzt noch die paar Meter, dann hätte ich es geschafft. Cool, Mann. Richtig geil im Cock und alles und so. Yes! Ich freue mich so auf Gran Turismo 7. Das safe mit Lenkrad. Das kann ich kann Simulation nicht mit Controller spielen. Außer ich habe bis dahin ein perfektes Controller Gameplay. Kapi. Die Musik, die hier läuft, ist vom Spiel selbst, also keine Ahnung. Hey Dingsbums, Zeit zum Erweitern. Wonach ist dir diesmal? Immer Apex. Ich hab das doch alle schon. Und Blitze von mir. Und es ist eigentlich eingestellt, dass das Streamer-Modus an ist. Dass man. Ja, dass man auch Copyright-Songs, genau. Mikrofon aus. Hupe. Okay. So, es passt so, es passt so. Alles gut. Ich habe nur nochmal geschaut, ob das Stream-Modus an ist. So, wo bin ich denn schon wieder? Goliath?
Sollen wir mal probieren mit dem Auto, Goliath? Das ist doch das Riesending da. Kapi. Riesending hier. Anaconda und so. Wir haben heute schon einen 48-Stunden-Disconnect hinter uns. Also haben wir wieder 48 Stunden Ruhe. Außer der 24 Stunden. Das Reconnect ist noch. Aber es geht automatisch. Bei 48 Stunden muss ich halt selber das Ziel erreicht. Klicken. Vorhin den Goliath gefahren mit dem... mit irgendeinem Auto hatte ich gar keine Chance. Hab 18, 19 Minuten gebraucht, Auto kaputt. Bin ich mir mehr als, konnte nicht mehr schneller als 120, 130 fahren, denn zerstört einfach das Auto. Ein paar Crashes, gar keine Chance gehabt. Letzter. Hab mir gute Kämpfe geliefert mit dem Peugeot. Irgendwie 207er Peugeot war da. Noch kurz was trinken, bevor es losgeht. Ich brauche noch so einen Strohhalm hier, so wie so die Formel 1 Fahrer haben. GZ. Ich finde es nett, aber die Steuerung liegt nicht in meiner Natur. Das ist all das, was ich irgendwie gar nicht fühle. Keine Ahnung, sehr, sehr schwer. War nett, aber Steuerung ist schwierig. Vielleicht mit etwas Gewöhnung. Man ist halt komplett, weiß ich nicht, man kann sich ja kaum wirklich bewegen, kann kaum was machen. Sehr, sehr schwer. Also, vielleicht auch zu simpel. Das ist ja ziemlich eingeschränkt. Ich bin auch immer gestorben, weil ich auch nicht Steuerung zurecht kam. Und es war auch das erste Spiel, was ich gespielt hatte mit, also ohne Invertmaus aus. Also ohne Invertmaus, genau. Mit Invertmaus aus. Also ich finde, es sieht im Cockpit einfach geil aus. Third Person, super. Sieht man das Auto auch und sieht auch die Strecke und die Landschaft, aber Cockpit, wenn es einigermaßen funktioniert, ist einfach, finde ich, einfach elegant. Ich würde auch gerne die nahe Cockpit an sich machen, aber die ist halt dann doch, das ist vom Vorfeld doch besser hier. Oh, scheiße, ich hab's weggeschaut. Ich muss aufpassen, ich darf nicht zu sehr ran. Shit. Geht er nach rechts? Scheiße. Als ob ich auf die Streckenführung gesehen hätte. LOL. Ich schaue nicht auf die Minimap. Keine Zeit für das. Aber wie oft tue ich denn meinen Kopf nach vorne, dass ich ein bisschen hochkomme? Also irgendwie ist das hier nicht so geil. Moment. Jedes Mal tue ich alle 10 Sekunden den Kopf so nach oben, weil ich immer wieder runterrutsche. Bis nachher. Und happy dying. So. Ich sag's dir, wie es ist. Es ist so schwer im Bett eine Stellung zu finden. Ich tue so kurz den Kopf nach vorne bewegen, weil manchmal der Nacken schmerzt auch. Nein, 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 nein. Es gibt. Das war genau die Stelle, wo ich schon mal einen Crash hatte und letzter geworden bin. Okay, ich muss mich kurz schauen. Moment, das stört hier. Das stört hier einfach. So, Moment. Oh, so. Okay, vielleicht jetzt besser. Puh. Also aufsitzen geht nicht, da tun die Füße noch mehr weh. Das ist so, als liegen ist das die einzige Möglichkeit irgendwie, dass die Füße nicht so zu verkrampfen, obwohl sie es doch tun. Also muss ich doch ab und zu machen, keine Ahnung. Irgendwie so einem Krampf entgegenzuwirken.
Stell mal vor, Sinkel, ich hätte den Stream so vor vielen, vielen Jahren einfach so angeworfen wie heute. Also also durchgehen. Aber es wäre gar nicht gegangen, weil Schlafen nicht erlaubt war, gell? Ob da mehr Interesse gewesen wäre. Vor 7 Jahren oder so. Heutzutage ist es ja normal, was ich mache. Das macht ja halt gefühlt jeder. Bei 8 Millionen Leuten. Irgendwie kitzelt mich das Kabel gerade hier. Ich weiß nicht, ob ich nach vorne mal soll, so ein bisschen die Muskeln entspannen oder Muskeln zerren, dehnen, recken, strecken. Okay, wo sind die Knackpunkte auf der Strecke? Es geht irgendwann ganz krass nach rechts. Das ist dann jetzt, glaube ich, sogar. Es geht mal kurz links und dann geht es rechts. Genau. Und dann geht es irgendwann da so komisch links. Da, wo auch die Brücke so endet oder anfängt. Und das sind die zwei Knackpunkte, wo es mich immer raushaut. Ich meine, ich fahre die erst das zweite Mal eigentlich. Ja gut, vielleicht aktuell jetzt nicht Dead Eye, aber das ist ja dann doch jetzt schon hier. Okay, das ist direkt nach diesem Ding rechts und dann runter. Aber so generell hat das schon jemand halt gemacht, ne? Schon genug Leute. Und das hat er dann für riesen Aufsehen gesorgt. Ich mach's einfach so, keine Ahnung. Keine gescheite Position irgendwie. Mein Hals ist irgendwie so gequetscht. Da muss ich mal wieder kurz so nach vorne gehen. Einfach doppelt und dreifach gehen hier. Das ist halt die längste Strecke, oder so wie sie gesagt haben. Einmal rund um die Insel. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Lust habe auf das lange Rennen hier, das zu lernen. Das ist halt schon richtig heftig lang. Mal probieren. Wow, 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 wow. Wieso komme ich jetzt so ins Schleudern? Hallo, 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 hallo. Gar nicht mehr konzentrieren können jetzt, fahren wir. Und durchs Fahrerfeld kämpfen. Ein bisschen gebremst. Ich überlege schon vielleicht, dass ich das mit dem Schaden von Simulationen wegmache. Denn ich renne ja doch immer irgendwo rein und das ist halt dann bin ich halt immer kaputt vom Auto, sondern beschädigt und die anderen fahren normal weiter. Jo, verpasst, weil ich gerade gelabert habe und überlegt habe.
denn mit der Schwierigkeit? Wo ist das? Ich mach mal Simulation aus. Kosmetisch reicht. Kosmetisch reicht. Doch zu viele random Bumsereien hier irgendwie. Deswegen. Also ich finde es irgendwie soll es zu Guild Wars 2 zurückkehren. Ja. Das sah schon cool aus, was ich letztes gesehen habe, schon besser. Viel mehr Movement, viel entspannter, hin und her porten. Viele Inis. Hab mich schon mehr überzeugt. Ich hatte heute bei meiner MMO gab es so zwei Headlines von WoW. Ey, das hätte ich sein können. Ich hab's so lachen müssen, das hat mir so recht gegeben. Keine Ahnung, ob du es gesehen hast. Das sind eigentlich ähnliche Kommentare, die ich gestern zum Video gebracht habe. Ich darf mich jetzt nicht so lange hier aufhalten. Schon wieder. Ich bin hier so im Fahren, dass ich halt nicht verstehe, dass diese Kurve da immer wieder ist. Ich bin jetzt so mich am Konzentrieren, dass ich dann nicht weiterdenke. Oder ich, keine Ahnung, ich denke irgendwas anders zwischendurch, weiß ich. Scheiße, Mann. Und ich habe halt keinen Zurückspulen. Und ich möchte auch keinen zurückspulen. Das finde ich ist Cheaten. Fühle ich ja einfach nicht. Ich mache eher Steuerung C, das Viole. Nimmt mir gleich ein Dot weg. Müsste doch gleich der Scheiß kommen, wo man links abbiegen, ne? Bisschen links. Ja, rechts abbiegen. Bisschen links fahren und dann rechts abbiegen. Voll bremsen. Oder auch nicht voll und dann hier rechts abbiegen, genau. Und wann kommt ab diesem Zeitpunkt jetzt diese eine Kurve nach? Wo die Brücke ist. Wann kommt das? Man tut jetzt voll krass beschleunigen. Dann kommt irgendwann diese... Hier, oder? Ist das hier? Ich bremse mal zur Sicherheit. Hier. Hier ist diese Brücke, oder? Ich glaube schon. Und jetzt weiß ich nicht mehr genau weiter.
doch noch eine knackige Kurve aus. Problem ist halt, um den Kranz zu kriegen, muss ich Erster werden, ne? Das heißt, wir werden die Strecke noch ein paar Mal fahren. Jetzt halt hier nicht hintereinander, denn es ist zu viel und zu leer, die ganze Strecke. Aber wir werden sie probieren. Ob das Auto für die Strecke gut ist, damit ich gewinne, keine Ahnung. Aber ich bin ja schon mal gefahren, 20 Minuten mal letzter. Hatte da keine Chance aufzuholen, weil das Auto kaputt war. Ja, und wenn ich jetzt hier erzähle, nicht aufpasse, ist eh irre. Einmal kurz blinzeln, einmal kurz die Augen zu machen. Ich habe halt immer noch ein Problem mit den Augen. Ich bin auch so ein Depp, oder? Ich spiele ein Auto, dann spiel, wenn ich so eine Art Bindehautentzündung habe. Beste, oder? Aber ich habe immer irgendwas, wenn Autorennen rauskommt. Bei Forza Motorsport 5 oder so hatte ich meine Knie- und Fuß-OP. Ich glaube Knie-OP an dem Tag. Bei Gran Turismo Sport hatte ich irgendwas anderes. Ich hatte immer irgendwas. Ich hatte immer irgendeine OP oder irgendeine Scheiße immer. Immer wenn große Titel rausgekommen sind. Achso, ja, genau so war es. Von Knie-OP hatte ich bei Forza Motorsport. Meine Fuß-OP hatte ich bei Formel 1 Release. So war das, so war das. Okay, das sind so wieder so Knackpunkte. Seht ihr peripher die Map so nebenbei unten, wenn ihr fahrt? Also irgendwie ist das. Achso, ja gut, wenn man es Third Person hat, hat man ja ein bisschen Zeit, dann kann man ja vorausschauen und fahren. Aber selbst da habe ich es nicht drauf. Ah ja, genau, und Ideallinie auch aus. Also zurückspulen und Ideallinie fühle ich nicht. Machen natürlich das Spiel immens einfacher. Du fährst immer auf dem Strich. Klingt jetzt zwar komisch, ist aber so. Und wenn du einen Scheiß baust, kannst du zurückspulen. Ist auch optimal auf der Stream und so. Kannst du immer wieder kurz Pause machen, zurückspulen, was lesen, aber fühle ich mich nicht gut mit. Fühle ich mich unwohl. Und so müssen wir die Strecke halt 10-mal fahren. Und kann auch sein, dass ich dann irgendwie keine Lust mehr habe, weil ich zu oft gefahren bin. 10-mal fahren üben. Nimmt natürlich auch den Spielspaß, wenn du keinen Progress hast, aber wenn du es dann schaffst, ist es okay, ansonsten spielst du was anderes, ja egal. Das ist halt ein längerer Weg ohne die Sachen. Aber dafür haben wir es trotzdem arcade-mäßig gestellt. Wir haben hier ABS an, TCS und so haben wir an. Und wir haben Automatikschaltung. Ich fahre normal auch mit Controller, mit manuell. Aber ja, einfach ein bisschen entspannt fahren. Hier muss ja nicht immer direkt hier. Ist das schon schlimm genug, dass die Ideallinie dann weg ist oder so? Oder das Stücksprung weg ist. Dass man doch irgendwie noch es schaffen kann. Das finde ich ja krass hier. Das ist halt schon ein Abenteuer. Das ist halt Ultra. Das ist halber Shooter. Apropos halber Shooter, ich habe hier durch Xbox Game Pass habe ich auch EA Play.
Und da habe ich mir Welt wieder runtergeladen. Mal schauen. Der Einstieg für mich im Battlefield. Das Interessante an der Strecke ist, es steht halt nicht, wo das Ziel ist. Es ist halt einfach, es geht noch weiter. Es steht keine Zeitvorgabe, gar nichts, steht einfach nur nichts. Zeit läuft vorwärts, die Positionierung ist da. Genau, habe ich auch noch geladen, ja. Battlefield gleichzeitig geladen mit Forza. Windows Update. Und neu gestarteten Grafikkartentreiber. Aber die Grafikkartentreiber funktionieren, das war anscheinend vorhin nur von einem anderen Stream diese Fehler. Das sollte aber, wenn ich Battlefield spiele, vielleicht auch noch die meisten Dinge ausmachen. Und da ist schon sehr überlastet der Rechner mit. Wenn ich jetzt hier heute nicht so viel Ding gespielt habe hier, allein ist ja halb so wild. Ist halt doof aus dem Bett, ne? Schauen wir mal hier. Genau. Oha. Okay, es gibt am Schluss noch eine Rechtskurve. Einfach so schießt wie der PPGer, ne? Bin nicht so eine einfache Strecke, Chat. Tut mir leid, dass ich hier jetzt so dahin gurke, aber es ist halt wie es ist. Da müssen wir noch ein bisschen üben und uns haben halt ein paar Crashes rausgehauen. Spätestens jetzt bei der Ausfahrt verpassen, dann wären wir so viel letzte gewesen. Aber ich genieße es trotzdem, es macht Spaß, schön so rumfahren. Und morgen Battlefield müssen wir schauen, wie das sich zeitlich ausgeht, wie ich Bock habe. Das ist schon, da muss ich ja ultra Bock haben und gut drauf sein. Shooter am PC, boah. Also Shooter überhaupt. Genau, gehört auf jeden Fall dazu und ist auch hier auch guter ohne Ideallinie und ohne Zurückspulen. Ist halt der Progress langsam, aber hey. Egal. Wir haben Zeit. Morgen Abend ist mal kurz WoW-Raid. 18:30 in WoW rein. Bis 11 oder so. Ich will halt momentan zu viel gleichzeitig machen. Ich will Alien spielen. Ich will Battlefield, ich will Forza, ich will Back for Blood spielen, vielleicht sogar noch FIFA oder sowas. Hatte ich auch mal angefangen. Dann, keine Ahnung, was man alles spielen will. Ich
Guck mal, wie lang der Stream so ist. Noch. Aber man hat, es ist doch eigentlich, auch wenn ich hier 24/7 durchstreame, ist es doch eigentlich so für viele Spiele oder für mehrere Spiele nicht so viel Zeit, ne? Eins kann man so hauptsächlich spielen oder zwei, aber sonst so. Bin ja auch nicht doch die ganze Zeit am Spielen, sondern auch schon am keine Ahnung, mit Essen, mit Haushalt, mit dies, das, doch ein bisschen beschäftigt auch. Eternal Zylinder. Was ist das nochmal, Technikus? Vorhin, als ich doch hier kurz AFK war, habe ich immer geschaut, hey, das sind manchmal so krasse Kurven. Als ich im Standby war, dass ich immer wieder kurz drücke den Controller, dass ich halt dann, dass es heller wird, habe ich zweimal gesehen, dass ein Auto neben mir stand die ganze Zeit. Ein Spiel. Ja. Dachte ich mir fast. Epic Store macht doch nichts. Ich find's gut, ich mag den Epic Store. Ach so, Sinkri, bist du noch da? Ich hab da noch eine Frage. Over. Dann Sinkri over, geht um Raid, over. Ich habe auch keine Chance mehr aufzuholen, ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen, so wirklich zusammenhängende Strecke im Kopf habe ich nicht. Viel zu viele Kurven. Ich habe auch keine Ahnung beim besten Willen nicht, wo ich irgendwie rausgefallen bin oder so. Aber schon krass, mit einem komplett kaputten Auto habe ich 18, 19 Minuten gebraucht und jetzt brauche ich 16 mit einem vollständigen. So, okay. Das Tolle ist, hier kann ich dann einfach nochmal weiterzocken. Hier ist das geil auf Konsole. Habe ich PC noch nebenbei und so, muss ich nicht hin und her tappen. Entspannt. So, letzter Platz. Wir sind schon sehr, sehr weit hinterher, aber sind wir noch nicht so weit hier am Stück zu spielen, zu gewinnen. Das heißt, wir müssen 15,5 Minuten fehlerfrei fahren. Also. Das dauert ein bisschen.